In diesem Video erfahren Sie, welche Vorteile Jojobaöl hat für die Gesundheit der Haut. Jojobaöl ist die Flüssigkeit, die aus dem Samen der Jojoba-Pflanze stammt. Das ist ein Strauch, der im südlichen Arizona, Südkalifornien und im Nordwesten Mexikos heimisch ist. Obwohl es Jojobaöl genannt wird, handelt es sich eigentlich um ein flüssiges Pflanzenwachs, das in der Volksmedizin bei einer Reihe von Beschwerden eingesetzt wird. Die Indianer verwenden Jojobaöl zur Behandlung von Wunden und Prellungen. Heute wird es häufig zur Behandlung von Akne, Psoriasis, Sonnenbrand und rissiger Haut verwendet. Es wird auch von Menschen mit Haarausfall genutzt, weil es das Nachwachsen der Haare fördert. Da Jojobaöl ein Weichmacher ist, beruhigt es die Haut und befreit die Haarfollikel. Viele Menschen wissen, dass Jojobaöl ein Trägeröl für ätherische Öle ist, beispielsweise für die Herstellung von Haut- und Haarprodukten. Aber es ist tatsächlich ein wirksames Hautfeuchtigkeitsspender und Heiler für sich allein. Also Jojobaöl muss nicht vermischt werden, sondern es kann allein für sich sehr, sehr nützlich sein. Einige bekannte Anwendungen sind Jojobaöl als Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, als Feuchtigkeitscreme für die Kopfhaut und das Haar, um Falten zu entfernen. Also Jojobaöl regeneriert die Haut, macht sie elastischer und hilft Falten zu vermindern. Jojobaöl ist auch ein wunderbares Mittel, um Make-up zu entfernen. Ist viel gesünder als die chemischen Make-up-Entferner. Jojobaöl als Lippenbalsam ist sehr hilfreich, um rissige Lippen zu behandeln. Außerdem kann man mit Jojobaöl Infektionen der Haut bekämpfen. Dafür fügen Sie 3-4 Tropfen Jojobaöl einreiben auf die betroffene Stelle auf der Haut. 8 wissenschaftliche Vorteile von Jojobaöl, die bisher untersucht worden sind: Jojobaöl befeuchtet die Haut, die Talgdrüsen sind, das sind mikroskopisch kleine Drüsen in unserer Haut, die eine ölige oder wachsartige Substanz absondern. Und diese Beschaffenheit dieses Hauttalgs, des natürlichen Hauttalgs, ist sehr ähnlich dem zu Jojobaöl. Und der Hauttalg schützt die Haut und genauso schützt Jojobaöl die Haut vor dem Alter, vor Falten, davor, dass die Haut schlaff wird. Jojobaöl spendet Feuchtigkeit und kann auch wenn zu viel Talg ausgeschüttet wird, die Haut beruhigen. Jojobaöl verhindert Verletzungen beim Rasieren. Sie brauchen also keine Rasiercreme mehr verwenden, sondern sie verwenden einfach Jojobaöl. Das hilft, die Haut zu schützen vor Schnitten, vor Reizungen. Ja. Jojobaöl fördert auch die Gesundheit der Haut insgesamt. Es kann auch als Körperöl verwendet werden, als Hautöl für die Hände, für die Arme. Eine Studie in Deutschland zeigt von 2012, dass Jojobaöl die Fähigkeit hat, Hautverletzungen zu reduzieren und den allgemeinen Hautzustand der 194 Teilnehmer zu verbessern. Die Teilnehmer bekamen 2 bis 3 Mal pro Woche Tonmasken mit Jojobaöl auf ihr Gesicht aufgetragen. 54% der Teilnehmer gaben an, dass die Hautläsionen nach 6 Wochen Jojobaöl signifikant reduziert wurden. Also Risse der Haut wurden reduziert. Jojobaöl fördert auch die Gesundheit der Haare. Es verbessert die Textur des Haares, es behandelt trockene Kopfhaut und entfernt Schuppen auf ganz sanfte Weise. Wenn Sie Jojobaöl verwenden, dann bekommen Sie weiche Haare, eine gesunde Kopfhaut, ohne die ganzen Chemikalien, die in Haarpflegeprodukten normalerweise enthalten sind, die eigentlich die Haare weit mehr schädigen. Jojobaöl ist jedoch bewährt, es wird seit Jahrhunderten von den Indianern in Nordamerika verwendet und mit sehr guten Ergebnissen. Es reinigt die Kopfhaut, es verbessert die Funktion der Haarfollikel, es entfernt Pilze, die Haare schädigen können. Studien haben gezeigt, dass eine Aromatherapie bei der Behandlung von Haarausfall wirksam ist. Und die Studie fand heraus, dass das Massieren der Kopfhaut mit einer Kombination mehrerer ätherischer Öle das Haarwachstum verbessert. Sie können zum Beispiel Jojobaöl mit Lavendelöl, Rosmarinöl, Thymianöl oder Zedernholzöl vermischen. Das ist eine wirksame Behandlung bei Haarausfall.
Die Studie zeigte auch, dass Hautirritationen nachlassen durch die Verwendung von Jojobaöl. Es hat auch eine antiallergische Wirkung. Ist also ganz wertvoll. Warum ist es so? Jojobaöl enthält viel Vitamin E, das die Haut glättet, das die Elastizität verbessert. Studien haben gezeigt, dass Vitamin E die Entzündung im Körper und auf der Haut verringert, so dass sie ein gesundes, jugendliches Aussehen erhält. Jojobaöl ist inzwischen auch zur Behandlung von Akne wird es eingesetzt. Es kann bei Narben und Falten verwendet werden. Es kann sogar die Haare verdicken, dass also die Haare gesünder und stärker nachwachsen durch die Inhaltsstoffe des Jojobaöls, durch Vitamin E, aber auch Vitamin B. Jojobaöl enthält viel Pantothensäure B, Vitamin B5. Das hilft also, die Haut und die Haare die Gesundheit zu verbessern. Jojobaöl bekämpft Nagelpilz und Fußpilz, auch Warzen, ist also wirksam gegen alle Infektionen, die durch die Haut eindringen können. Die Jojoba-Pflanze wird eigentlich schon seit Jahrhunderten genutzt in Nordamerika. Es ist eine Pflanze, dieses Wachs ist, zwar innerlich sollte es nicht eingenommen werden, jedoch äußerlich auf der Haut hat es sehr gesunde Eigenschaften, jedoch innerlich ist es kein Speiseöl, sollte niemals verwendet werden für die Ernährung, sondern nur für die Haut. Da ist es sehr, sehr gesund. Es enthält drei Fettsäuren, die bekannt sind, dass sie die Haut schützen. Erucasäure, Gardolsäure und Ölsäure. Das sind also Fettsäuren, die die Haut unterstützen auf natürliche Weise. Und das ist der Sinn der Sache. Eine natürliche Hautpflege, die sicher ist in der Anwendung, die keine Nebenwirkungen hat, die keine Allergien auslöst. Und deshalb ist Jojobaöl reines Jojobaöl. 100% Jojobaöl, eines der besten Hautpflegemittel überhaupt. Soweit zu den Vorteilen von Jojobaöl. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie auch diesen Kanal für weitere Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.